Hat der Chef sich nicht entschieden. Aber Traktion ist bis jetzt noch nicht sein Freund. Herr Gott, hier GTI einfach Team gegen Golf 6 GTI 2 Liter Turbo. Der Golf 6 hält hier eine 12,76 gegen eine 15,46. Opel Astra F GSI Turbo gegen Audi A3 180 Quattro. Bahn 1 der Astra fährt im 12,85 gegen eine 12,95 im Audi. Subaru Impreza gegen Audi RS6. Eigentlich die ganze Zeit wetten, oder? Impreza ist gestern schon gefahren. Echt gute Zeiten für das Auto. So, da haben wir E61 3 Liter Diesel gegen E92, müsste auch 3 Liter Diesel sein. Gegen eine 15,14 auf Rang 1. Es wird mies laut, unangenehm.
mal 4-2 auf Bahn 1. Ja, Polo gegen Polo. 16V Turbo gegen 1,3 Liter Turbo. Der Kampf um die Traktion. Bahn 1 hat eine 12,927. Auf 30 Meter. Einfach 30 Meter zu stehen, Auto geht einfach klar. Aber volle Kanne. Ja, Golf 2, 16V gegen Audi A3, 187. Andreas Vogel im Audi hat das Auto seit Jahren. Aber der Golf 2 ist schon sauber, richtig schnell. So, Mini auf Bahn 1, leicht hoch aufgeladen, gegen diesen höllenschnellen angemeldeten M5, gerade in der 9er Zeit gefahren. Was wollt ihr mit dem Publikum los? Seid ihr abgestumpft? Kein Applaus bei einer 9er Zeit? Was ist denn hier, Mensch? Seid ihr alle noch am Schlafen? Ich höre euch die ganze Zeit nicht. Ich glaube, ich bin alleine hier. Hallo, seid ihr da? Ich höre euch nicht. Eine 14,41 gegen eine 16,48 auf Bahn 1. So, da ist ja der X5M. Die Fahne schrampern. Was, X3? Kannst ja kaum auseinanderhalten. Das wird interessant. Gegen den RS6 und ich weiß, was der für Zeiten fährt. Das wird ein geiles Duell. Gekommen, ich glaube, aber der ist in der ersten. Das geht noch schneller. E63 SAG gegen A4 184 Quattro. Eine 11,38 gegen eine 14,25 auf Bahn 1. Ja, Bahn 1, Dodge Challenger gegen Audi RS3 Limo. Eine 14,03. Ja, VR6 Turbo im Golf 3, frontangetrieben.
gegen Albert angetriebene Alfred Julia. Ja, und auch hier das Problem unangetrieben. Super viel Leistung, Traktionsprobleme. Fährt auf Bahn 1 eine 13,77 gegen eine 13,60 auf Bahn 2. Ah, die beiden haben sich gerade schon duelliert. E36, kompakt, wie ein BMW 1er. Und die Bahn 1 hat eine 16,26 gegen eine 15,47 auf Bahn 2. So, das sieht nach M4 aus. Nein, das ist ein Dreier. Gegen Golf 7 GTI. Oh, GTD. Das ist ein Diesel. Haben wir die Fenster zu am Golf? Also Golf 7 GTD gegen BMW M3. Auf der Bahn 2 eine 11,43 gegen eine 15,16. Und jetzt kommt 5-Zylinder Turbo Ford Focus RS gegen Fiat Punto Abarth. So, los geht das. Ja, wenn er aber läuft, dann geht er gut. Fährt ihr eine 13,81 gegen eine 14,02? I36, 325 I gegen Golf 5 GTI. Das ist unser kleines Unglückskind, der hat jetzt ein paar Schäden gehabt, hat das immer über Nacht repariert. Drücken wir ihm alle ganz fest die Daumen, dass er diesmal durchs Ziel fährt. Gegen Käfer. Ja,
eine 13,92. Der Typ fährt aber auch schon seit 30 Jahren oder so. Audi TT, 18T gegen Hyundai i30M. Der hat einfach, weiß womit er den zieht? Ein T2, Alter, der kam letztes Mal T2 und da hinten drauf den Käfer. Sagt wir sagen immer, Hyundai i30M ist ein sehr seltenes Auto. Ja, ja. Man sieht sie auf keinen Treffen. Alter, der hat sich die Hand am Tourbrett gebrochen. Das entscheidet ganz klar der TT für sich. Fährt hier eine 14,30 gegen eine 15,01. Audi RS4 B9 von ASK Performance jagt hier die niedrige 10 gegen Ford Mustang V8. Da steht Shelby drauf, ist auch Shelby drin? Ja, ja, ja. Das sehen wir gleich. Ist das Shelby? Ja, ist das Shelby. Denk dran, dein Ego den Knopf durch. Bahn 1 hat eine 10,58 und Bahn 2 haben wir keine Zeitmessung. Da ist wohl die Nummer irgendwie falsch gewesen.